Braucht ihr Ja, genau. etwas? Nee, wie seid ihr zu Schluss Was ist mit dem los? Schlossknacken geworden, brauche ich. Jetzt habe ich irgendwas Warren, Dummes mitgenommen, so und dann. ich zeige euch, was ich Was weiß. ist los? Okay, schauen wir nochmal kurz hier vorbei, um mal zu gucken, ob hier noch wieder alles. Na, ist alles beim Alten geblieben. Die machen alle das, was sie wollen. Das ist jetzt ziemlich blöd. Und ich habe irgendwas Blödes mitgenommen. Irgendwas. Genau, das kann weg. Und Muttelfleisch kann auch weg. Dankeschön. So. Und jetzt gehe ich aber mal nach draußen hier. Endlich mal. Ich will jetzt dieses komische Pferd da stehlen. Mein erstes Pferd übrigens. Ich freue mich schon, wenn ich irgendwann mal so ein Geisterpferd beschwören kann. Das wird schön. Weil Geisterpferde sind. Die kannst du halt immer haben. Hallo? Dankeschön. Na, wer bist du denn? Schon Wie wieder. kann eine bescheidene Dienerin von Talos euch behilfen? Ach, bescheidene Dienerin am Arsch. Ja, ich muss also jetzt. Na, ob na, ich stehe den Schatz aus der Hütte. Na gut, das werde ich machen. Also gehe ich jetzt nach Sein. Osten. Da ist Westen, da ist Norden, da ist Osten. Na gut. Geht's denn hier allgemein mal noch aus Talos der Stadt findet euch raus? nach. Nö. Müssen wir uns also einen anderen Weg finden. Schlüssel erforderlich. Wieso kann ich nicht da reingehen? Habe gehört, Du, dass sie meine die gute Geste, Dämmerwache mal weg. zurückgeführt. Moment. Ha. Moment. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich diesen Grafikmod da noch nicht drauf habe? Auf der Licht. Müsste ich demnächst wirklich mal ausprobieren. Moment. Einfach mal kurz auf die Waffe schauen. Ändert die irgendwann mal noch fix ihr Aussehen? Dann ist er drauf, aber wenn nicht, dann nicht. Und ändert die sich? Ah, das konnte ich jetzt nicht schnell genug sehen. Aber ich glaube eher nein. Was jetzt schade ist. Na gut. Nach Osten. Gehen wir nach Osten. Ach, kack auf den Drachen hier. Wir machen jetzt. Gehen jetzt nach Osten. Ich will wissen, was hier los ist. Oh, bitte. Muss das jetzt sein? Du hast doch keine Chance gegen mich jetzt. Komm und verreck doch. So, das ging schneller als gedacht. Blutdrache, Drachenknochen, Eisenhelm und das Gold nehmen wir mit. So, das Einzige, was wir jetzt noch daran benötigen. Ein Troll! Und Pferde. Hey! Das ist meine Seele. Ich suche mir mal kurz den Troll. Der hat schöne Sachen dabei. Kriege ich jetzt endlich mal meine Seele? Ja, dankeschön. Feuer sollte man nicht spielen. Hattet ihr Probleme mit den Einheimischen? Vor allem die Nord. Sie mögen keine Fremden in ihrem Land. Deshalb wollen sie auch nicht, dass wir ihre Städte betreten. Sie halten uns alle für Taschendiebe und Skooma-Schmuggler. Das sind ungerechte Vorurteile. Aber wir versuchen sie zu ignorieren. Wie lange seid ihr schon in Himmelsrand? Noch nicht sehr lange, ungelogen. Ich bin nach Himmelsrand gekommen, nachdem ich schon in Elsweir und Ja. Serodiil nicht willkommen war. Auch die Ärmsten. Ich scheine über das unselige Talent zu verfügen, immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Rissat konnte darüber hinwegsehen. Und er hat auch den Kontakt zu einer Handelskarawane vermittelt. Jetzt arbeite ich für ihn. Cool. So, was hast du denn zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Dagger of Calming. Cool. Flaming Witness. Target is sign weaker to fire damage. Boah, schönes Zeug. Wow. People up to won't fight for. Okay. Also nehmen wir den mit, den mit, den mit. Dann haben wir noch Dagger of Frenzy. People up to attack anything nearby kann weg. Dagger of Magical Weakness kann auch mit. Dagger of Raleigh. Dagger won't flee, okay. Animation. Animated Dead Body to fight for you. Ist ja geil. Was gibt's denn hier noch so für schöne Dagger? Dagger of Shocking Weakness. Gut. Sonst noch irgendwelche ganz besonderen.
Weil die Verzauberungen habe ich jetzt ja bis jetzt noch nie gesehen. Wirklich. Ah, nee, Moment. Werf deinen Blick darauf. Ich habe ja noch ein paar Tränke da, die ich verkaufen könnte. Krankheiten haben wir gesehen. Okay, die beiden. Hier alle 8. Und diese 3. Und ich bin wieder normal. Wundervoll. Dankeschön. Bei den Göttern. Banditen belästigen die Karawane mit jedem Schritt. Mhm. Aber Khajiit vertreiben sie normalerweise. Okay, habt ihr Ärger mit dir? Vor ein paar Tagen geriet ich in einen Hinterhalt. Wirklich ein großes Ärgernis. Aber viele der Plünderer hatten flinke Finger. Einer von ihnen stahl mein Mondamulett, das mir meine Mutter gab, als ich noch klein war. Es ist das Einzige, das mich in diesem kalten Land an meine Heimat erinnert. Es tut mir sehr leid. Okay, ich könnte euer Amulett zurückholen. Das ist ein freundliches Angebot. Wir glauben, dass die Banditen Teil einer Gruppe sind, die hier ihr Hauptquartier hat. Ja, natürlich. Seid vorsichtig. Ich vermisse zwar mein Amulett, aber ein Leben lässt sich nicht so leicht ersetzen. Guti, mit welchen Bedrohungen muss die Karawane denn fertig werden? Himmelsrand ist voll von gefährlichen Bestien aller Art. Wölfe, Trolle, Mammuts und Riesen würden uns alle gerne verspeisen. Aber die Drachen sind am furchterregendsten. Ach, bitte. Glücklicherweise scheinen sie nicht entlang der Straße zu jagen. Ja, aber wieso nicht? Okay, bewacht ihr die Karawane? Ja. Ich wurde angeheuert, die anderen zu beschützen, während wir auf den Straßen von Himmelsrand unterwegs sind. Es ist eine undankbare Aufgabe und ich wäre viel lieber zu Hause in Elsweyr, aber ich habe keine Wahl. Akari befreite mich aus einem Gefängnis in Sirodil und nun stehe ich in seiner Schuld. Ich gebe euch einen Rat. Spielen und Trinken passen nicht zusammen. Gemeinsam leeren sie eure Taschen bis auf den letzten Septim. Ja, das ist gemein. So, hätten wir diese beiden schon mal... Das ist eine Wache, ja. Mit Feuer sollte man nicht spielen. Ja, ja, ja. Der Wind weht hier Bitterkeit. Okay, und wer bist du? Ihr braucht... Das ist unmöglich. Ihr... Ihr habt seine Seele in euch aufgenommen. Ja, natürlich. Ich bin ja der Dovahkiin. Schön, dass das endlich mal jemand mitbekommen hat. Das ist mir jetzt eigentlich weniger... Interessiert mich. Ah! Hier könnte die Khajiit-Karawane hergekommen sein. Könnte ich denn in dieses große Zelt irgendwie rein? Aber sind jetzt alle hier rausgegangen, nur wegen mir? Dankeschön. Danke. Ich bin sehr geehrt. Also dann. Gehen wir weiter. Hier muss ja irgendwo dieses komische Haus sein. Hoffe ich mal. Moment. Auf die Karte kurz geschaut. Ja, wir müssen ein kleines bisschen nach Süden. Damit wir uns nicht allzu weit vom Weg entfernen. Wow. Oh ja, wir müssen erstmal hier wieder nach oben irgendwie. Oh, sieht das schön aus hier. Da ist also diese Hütte. Diese ominöse kleine Hütte. Oh, oh, Gegner. Also dann, was wollt ihr? Ach, das sind noch normale Trolle. Oh, noch nimm mal eine Kill-Animation. Das freut mich sehr. Ohne Kill-Animation lässt sich viel schöner killen. Wo ist es? Hier. Na dann. Es sei denn, man kann das irgendwie in den Optionen einstellen. Gameplay. Cursor Vibration, bla bla bla. Ich brauche Rüstung. Nein, auch nicht. Gut. Es ist also nicht. Super. Mal kurz auf die Karte wieder geschaut. Wir sind immer noch nicht richtig. Aber wäre ich jetzt gerade aus weitergehen oder lieber dieses Gebiet da erforschen, weil das interessiert mich jetzt ein bisschen mehr. Ich will nämlich erstmal rausbekommen,
was denn hier los ist. Ja, ja, ja. Die wird... Nein, na komm. So, die Höhle ist wahrscheinlich hier hinter dem Wasserfall. Oder? Oh, ein der Ärmste. Es tut mir leid. Der arme Khajiit. Kann doch auch nichts für. Okay, da war die Höhle wohl doch nicht ganz so weit oben. Und hier sind bloß irgendwelche... Naja, Wachen vorbeigelaufen. Oh Gott, dann rennen wir mal nach oben. Ich muss doch irgendwo diese Höhle sein. Jetzt kommen wir der ganzen Sache schon näher. Was haben wir denn hier? Banditenhöhle. Dankeschön. Hochhelmtal. Was ist das denn? Ein Pfeil, bisschen Gold. Yep, das war's. Und den habe ich, glaube ich, zu weit rüber gefragt. Ja, okay, komm, wir gehen mal kurz rein. Das ist aber nur eine Mine. Das ist jetzt nicht so, dass man die irgendwie besonders erkunden kann oder so. Habe ich eigentlich meine beiden hier? Na dann, los jetzt. Macht alles mal fertig. Ich will hier eigentlich so schnell wie möglich durch. Aha. Oh, wie sie alle gekillt werden. Wo ist eigentlich mein Unsichtbarkeitsspruch? Hier. Eigentlich kann mich ja keiner mehr sehen. Unsichtbar zu schleichen ist wahrscheinlich die beste Methode, um den Skill nach oben zu bekommen. Ah, stimmt. Dadurch, dass ich den ja jetzt ja ausgenommen habe, bin ich ja jetzt wieder sichtbar. Das ist die Logik dahinter. Und was haben wir noch? Den... Schauen wir uns mal hier oben weiter um. Aber ich glaube, das war's eigentlich auch. Ein bisschen Gold, ein Zehnstein schwarz. Flammenmantel. Kenne ich doch schon. Gibt es denn hier noch weiter irgendwelche Sachen? Nach oben kann man hier nicht. Mal kurz auf die Karte geillert. Oh, hier kann man ja nach unten. Das ist ja mal sehr interessant. Kann man... ein Geheimgang. Dann will ich mal wissen, was sich hier dahinter versteckt. Okay. Naja, gut. Überbringe Leifners Familie die Nachricht von dessen Tod. Gut. Wo ist es denn? Wo ist... Habe ich das denn... Ist es bei Verschiedenes? Okay. Bei verschiedene... schöne neue Sachen. Ach Gott. Nichts Besonderes allgemein. Nur Müll. Und man kann ja nicht so viel mitnehmen. Zauberspruch Flammen kenne ich auch schon. Das bösartige Gift ist jetzt eigentlich nicht wirklich... Ist es nicht wert, das mitzunehmen. Na gut. Wir haben eventuell nochmal kurz auf die Karte geguckt. Nur damit wir wissen... Ja, okay. Wir haben alles erkundet. Ja, abgeschlossen. Wundervoll. Oh, das wollen wir nicht hin. Im Norden ist jetzt das hier. Auf der Südseite müsste diese... Ja, diese Ruine sein. Wie wäre man das jetzt am blödsten machen? Und ich wäre schon irgendwie dafür, so schnell wie möglich zu dieser... Drachenruine zu gehen. Und dann wenigstens dieses Quest weiterzumachen. Ach, die ist ja ganz auf dem Berg oben. Oh, das ist ja schön. Das wird spaßig. Du Wolf, du kannst mir nichts. So. Denke, ignorieren wir auch mal kurz gepflegt. Jetzt sind hier in diesem Turm irgendwie... Da geht's also in den Turm rein. Ja, da muss ich jetzt entweder hier hoch oder... Gibt's denn hier einen Eingang? Ah, hier ist der Eingang. Wollen die mich verarschen? Was?
Also das war ein ziemlich schneller Unsichtbarkeitsspruch. Ich hätte gedacht, der hätte länger gehalten. Oder würde länger halten. Oh je. Yeah. Die sehen mir auch nicht mehr so gesund aus. Hier hinten jetzt. Ah, oh, schön. Eine Expertenruhe. Noch weiter nach rechts? Nee, noch weiter nach rechts geht nicht. Ein kleines bisschen vielleicht. Nee, wieder zurück. Nee. Das war wieder zu weit. So. Nee. Nee. Oh, ist auf dem Dankeschön. Was ist drin? Ein bisschen Gold, ne? Ist ja nicht so, als ob wir genug haben oder so. Kann ich eigentlich... Ja, genau. Wenn ich schreie, wird es wieder deaktiviert. Genau. Wow, wo sind wir denn hier? Wer bist du denn? Ihr dort, stehen geblieben. Wenn ihr ein wahrer Freund Himmelsrand seid, dann helft mir bei meiner Mission. Welche Mission? Der General schickt mich, um eine mächtige Waffe für die Kriegsführung zu besorgen. Das war die letzte große Bastion des Drachenkultes. Und die Maske ihres Anführers soll sehr mächtig gewesen sein. Die gehört mir übrigens. Was könnt ihr mir über... Nachdem die Macht des Kultes im Drachenkrieg gebrochen worden ist, scheint ein letzter Rest hierher gekommen zu sein, um eine Festung zu gründen und sich neu zu formieren. In der ersten Ära vernichteten König Haralds Truppen hier einige Versprengte und seither spukt es hier. Doch wie die Belagerung im Einzelnen ablief, bleibt unklar. Gut, was könnt ihr mir über den Drachenkult erzählen? Sie waren unter den ersten Menschen, die von Atmora hierher kamen, und sie verehrten bestimmte Tiere als Inkarnationen der Götter, vor allem Drachen. Und für ihre Blutopfer verliehen die Drachen ihren Priestern furchtbare Macht. Cool. Doch die Menschen ertrugen ihre Grausamkeit nicht. Sie erhoben sich zu dem später sogenannten Drachenkrieg und fegten den Kult von der Landkarte. Okay, und dann... Sehr gut. Naja, aber es gehört ja alles mir. Nach der Belagerung ein Teil seines Tagebuchs hier zurückgelassen haben. Speichern. Ich glaube, ach, da ist noch ein bisschen Gold drin. Enthalten, wie man die blockierten Bereiche der Festung betreten kann. Kommt man denn hier rein? Ach, das ist die ganze... Die Belagerung des Drachenkults. Okay. Beschaffe dir Ragots Maske. Optional finde Skorm Schneedingens. Ich sollte euch warnen. Aha. Oh, Moment. So. Hier, Drachenkult. Die ganzen Haare. Ah, verdammt. Alles meins. So zum Kotzen. Okay. Optional finde Skorm Schneeläufers Tagebuch. Ach, das werden wir schon finden. Bevor wir hier reingehen, werden wir nochmal kurz eine kleine Pause machen und dann geht's hier weiter. Also, bis dann und ciao, ciao.